Herzlich willkommen und humanistische Grüße. Heute ein ganz, ganz kleines Video. Und zwar geht es um Gregor Gysi. Und ich wusste das gar nicht. Ich habe das eben erst gelesen, auch wenn der Artikel schon älter ist. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Gregor Gysi will wieder in den Bundestag und er ist jetzt schon 72. Und ich bekenne mich hier. Ja, ich bin auf jeden Fall großer Gregor Gysi-Fan. Weil der Mann einfach die Dinge meiner Meinung nach beim Namen benennen kann, jetzt unabhängig davon, dass er in der Linken ist oder nicht. Er nennt die Dinge beim Namen, er geht auf die Interessen der Menschen ein, er kann Dinge einfach und verständlich, also auch komplexe Dinge, einfach und verständlich transportieren und so auch in seinen Reden rhetorisch, er ist natürlich auch rhetorisch sehr geschickt, rhetorisch gut darstellen, dass es jeder versteht. Und er ist einfach ein sehr, sehr authentischer Politiker. Und ich finde das gut, dass er nochmal Bock hat, für den Bundestag zu kandidieren. Ist ja am, ich glaube, 26. September diesen Jahres, ist Bundestagswahl. Und ja, ich denke, er wird auf jeden Fall das Direktmandat wiederholen für die Partei Die Linke. Aber da geht es mir gar nicht so drum, sondern es geht mir wirklich um die Person Gregor Gysi. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch. Sehr authentischer Politiker und deshalb hier Grüße gehen raus an Gregor Gysi. Ich habe ihn auch angefragt für ein kleines Interview. Mal gucken, was draus wird. Und ja, deshalb gleichzeitig dazu jetzt ein kleines Best-of von Gregor Gysi, was ich im Netz gefunden habe. Viel Spaß. Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Und das weiter, Kauder, nur noch eine Bemerkung. Also die Bibel ist ja für jeden erlaubt, auch für mich. Und ich finde, ich interpretiere sie besser als Sie, es tut mir leid. Und Frau Bundeskanzlerin, ich weiß nicht, wo Sie gerade wieder rumturnt, aber eins sage ich Ihnen nach der... Frau Bundeskanzlerin, warum können Sie das diesen Bossen nicht mal erklären, nicht kurzfristig, sondern langfristig zu denken? Selbst einer, der den Kapitalismus ganz toll findet, kann ihn ja nur erleben, wenn es die Menschheit noch gibt. Ich begreife das überhaupt nicht, warum die so uneinsichtig sind. Bei der FDP frage ich mich immer, wozu Sie überhaupt sozialpolitische Sprecher haben, aber ich lasse das mal. Ja. Wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen. Ja, nun warte doch mal, Frau Künast, du wirst es auch noch verstehen. Ich wollte, dass Sie sich einmal aufregen können. Jetzt können Sie es. Gut. Herr Gabriel, ich habe Ihnen genau zugehört. Was haben Sie denn gesagt? Sie haben gesagt, der Krieg ist richtig, aber Sie wollen ihn nicht so nennen. Das ist doch keine sozialdemokratische Politik. Ich bitte Sie, vollziehen Sie doch mal den Wechsel. Liebe SPD, ich weiß ja, Ihre Leidensfähigkeit ist fast unbegrenzt. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass es doch irgendwo eine Grenze gibt. Herr und nun Gysi. Sage ich Ihnen den letzten Satz, Herr Präsident, meinen letzten Satz. Ich überlege mir, ob ich Ihnen drohe. Ja, wirklich, ja, passen Sie auf. Indem ich sage, dass ich doch vielleicht versuchen werde, so lange im Bundestag zu bleiben, bis man in Ost und West und die Frauen und Männer endlich für gleiche und gleichwertige Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente erhalten. Wenn ich das androhte, sollte es doch wenigstens ein gewisser Ansporn für Sie sein, das möglichst schnell zu erleben. Herr Kollege Gysi, was im ersten Leben nicht so richtig geklappt hat, klappt dann hoffentlich im zweiten. Was haben Sie endlich mal? Ja! Haben Sie endlich mal den Mumm. Und man erfährt so gut wie nichts, sondern immer nur ein kleines Stückchen. Das geht einfach nicht. Deshalb sage ich diesem Baller, Baller und einen Pfeifenverein. Sagen Sie doch wenigstens mal. Sagen Sie das doch wenigstens mal. Und dazu brauchen Sie den Mumm. Ich bin es sowas von leid. Sie können mir doch nicht das Wort verbieten. Hören Sie mal zu. Quatschen Sie nicht einfach dummes Zeug. Das ist doch der Gipfel. Ja, und schaut auf jeden Fall auch mal vorbei bei Gregor Gysis Kanal. Dort führt er nämlich auch sehr, sehr lange und sehr intensive, konstruktive Interviews. Also er ist der Interviewende mit allen möglichen Menschen, sowohl aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ist sehr, sehr sehenswert meiner Meinung nach und ein gutes Beispiel für wirklich auch eine konstruktive Kommunikation, wo es nicht irgendwie darum geht, wie in so den meisten Talkshows, darauf zu warten, bis man endlich dran ist, seine Phrasen rauszudreschen, sondern wirklich um eine, ja, um eine gemeinsames Gespräch, wo man auf das Gesagte auch eingeht, nochmal
rückfragt und wirklich eine, ja, einfach eine deepe Conversation. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Schaut da mal rein und bis bald.